von Dreisat als verschiedene Zeitfenster zugewiesen gekriegt. Und parallel dazu gab es ja die Ausstrahlung auf Olympus. Ich glaube, dass wir im Schnitt 7 Stunden am Tag gesendet haben. Willkommen in unserer Schule. Mein Name ist Professor Fox und ich werde Ihnen in der nächsten Zeit das ABC der Piazza Virtuale beibringen. Sie werden malen, musizieren und auch schreiben lernen auf eine ganz neue Art. Sie werden Maschinen steuern, die Sie vorher noch nie gesehen haben. Lernen, lernen und nochmals lernen. Fernsehen war ja für uns nur eine Abstrahlfläche. Also was uns interessiert hat, war ja der Raum dahinter, also der Kommunikationsbereich. Das Fernsehen war ja nichts anderes als, dass man sagt, das ist da die Spitze des medialen Eisbergs, wo halt die meisten Augen drauf sind, wo man die meisten Leute erreicht. Also wir haben hier die Sendung Coffee House. Coffee House hat drei verschiedene Ebenen. Da sind die Voice Lines, das heißt, da können Leute über Stimme miteinander sprechen. Dann haben wir die Modem Lines, das sind die, die unten in Gelb in diesem viereckigen Fenster sind. Und da, wo ich jetzt bin, ist normalerweise das Fax. Das heißt, da können Leute Faxe hinschicken und so diese drei Ebenen miteinander kommunizieren. Also ich kann es jetzt nicht in Tagen mehr abschätzen, die Erinnerung habe ich nicht, aber es waren bestimmt über 20 Tage, wo jede Sendung nur Hallo, 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 Hallo. Es war der Hallo-Sender. Hallo, ich bin Andreas. Morgen! Moin, Reinfeld moin! ist mein Name immer noch. Morgen, wie geht's Hallo. denn so? Möchtet ihr euch alle tatsächlich das Armutszeugnis ausstellen und immer nur Hallo sagen? Alle Menschen haben uns beschimpft, belächelt, lächerlich gemacht. Und ich fand, genau das wollten wir, nämlich den Bodensatz erreichen, aus dem Kultur sich entwickeln kann. Ich habe wahrscheinlich unter dem Hallo ein bisschen weniger gelitten wie meine Kollegen, weil ich zu beschäftigt war, die anderen Sachen zum Laufen zu bringen. So in den internen Diskussionen hat es mich genervt, wobei ich dann aber in diesem Kunstkontext, also dieses Hämische, es ist ja eh nur Hallo, es ist eh nur Scheiße, was ihr da macht. Diese Diskussion mit den Künstlern oder den Kunstgeschichtlern vor Ort, die dann so ihre hämische Kritik gemacht haben, habe ich ja nicht so direkt mitgekriegt, weil ich immer unterwegs war. Die Piazza war so ein, sehr viele sagen, das war so ein schwarzes Loch. Ja. Das, was da war, hat dieses schwarze Loch also ja nicht kaschiert. Oder es hat da keine Ablenkungsmanöver gegeben. Also die Leute sind irgendwo reingefallen und mussten selber auf ihren Füßen und Händen und sprechend und hörend und sehend irgendwie weitergehen. Jawohl, weg mit den Rollstuhl. Mach mal die Musik aus. Ich glaube, mit mir redet keiner, ne? Es war schon klar, dass das Problem entstehen könnte, dass sich Leute aufschalten auf den Sender, so wie das heute bei Facebook diskutiert wird. Das ist ja das Irre. Es sind all die Sachen, die heute uns auf den Tisch fallen, die sind damals im Ansatz erkennbar gewesen, dass jemand das ausnutzt, um Dinge zu verkünden oder von sich zu geben, die nicht in Ordnung sind. Der Unterschied ist, dass du ja im Fernsehen, wenn das Fernsehen live bist, bist du derjenige, bist du erfassbar, also erfassbar als Gesicht in Video oder als Stimme. Und dadurch, dass das noch dazu interaktiv war, konnte man direkt antworten und die Frage stellen, ja, wieso denn soll der? Und warum machst du das oder wieso und so weiter und so fort. Das ist ja der große Unterschied zu was wir da gemacht haben, zu den viele Jahre später heraufkommenden unsozialen Medien. Die sind A nicht live, die sind B nicht interaktiv und die Leute erfahren da ja nichts direkt.
Also es gibt keine direkte, direktes emotionales Feedback. Ne? Wir wollen jetzt mal ein paar Kopfbedeckungsarten zeigen. Ihr könnt uns gerne anrufen und eure Fragen, die sicherlich sehr heiß und die ihr sicherlich habt, auch stellen. Hallo, Fred. Ich glaube, es gibt so Momente im Leben, da weiß man, dass man irgendwie auf der Goldader sitzt. So. Und da entwickelt sich auch so eine eigene Sicherheit draus im Umgang miteinander und im Umgang mit anderen. Und das war, glaube ich, so das empfand ich so, so war das allgemeine Gefühl. Also wir machen jetzt genau das Richtige zur richtigen Zeit und das ist einfach so. Mach deinen Plattenspieler jetzt an, genau jetzt. Leg dir den Sound drauf, den du gut findest und tanz. Feier heute einfach. Heute ist ein unheimlich besonderer Tag. Ich feier nächste Woche. Was feierst du denn nächste Woche? Meine Hochzeit. Deine Hochzeit, yo! Frank Buch TV haben verschiedene Strömungen der Avantgarde, von der Performance über die Medienkunst sozusagen vorangebracht, haben dadurch eben geschafft, Errungenschaften der einen Kunstform zu Errungenschaften der anderen Kunstform zu werden und haben mit diesen hybriden Formen und Übertragungen ja, etwas vorbereitet, was dann eine neue Bewegung in den sozialen Medien mit der neuen technischen Möglichkeit, die Internet abgeschöpft haben.